ich selber fand es super, ja. Und eigentlich genau das, oder es wurde genau das gezeigt, was ich mir eigentlich erhofft habe, ja. Ich habe ein bisschen gewusst, was wir gefilmt haben in dieser Woche, wie die Bedingungen waren. Und jetzt speziell unser Segment hat eigentlich wirklich dem entsprochen, was ich erwartet habe. Ja, Wollmiller ist ganz klar, es ist Skifahren, ja, und das hat auch das Publikum heute gezeigt. Es waren ganz kleine Kids da, es waren Ältere da, es waren Leute da, wo man gar nicht gedacht hat, die sich mit Freeskiing befassen. Und das ist für mich auch Wollmiller, ja. Sehr breites Publikum. Die Inhalte vom Film sind sehr verschieden, auf der einen Seite sehr trendig, auf der anderen Seite auch sehr informativ. Und ich glaube, das ist auch das, was Wollmiller auszeichnet. Flow State ist sicher nicht für jeden Athleten das Gleiche. Für mich ist auf der einen Seite, komme ich in den Flow State rein, wenn ich wirklich einen super offenen Hang habe, die ersten 3-4 Turns hinter mir habe und wirklich so ins Surfen reinkomme. Oder auf der anderen Seite, wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin und wirklich so in den Flow State reinkomme, ein bisschen pushen, gute Zeit haben. Also es ist nicht immer in der gleichen Situation. Ja, ja, die Geschichte mit Hugo Harrison war sicher. Ja, ist immer wieder ein Erlebnis. Schlussendlich ist er einer der Top-Shots, ja. Obschon ich ihn schon länger kenne. Ich bin, glaube ich, 1998 bin ich die ersten Wettkämpfe mit ihm gefahren. War ich jetzt das erste Mal 2 Wochen mit ihm zusammen und es war, ja, war eine super Zeit, eine riesen Erfahrung, ja. Einer meiner Hotspots ist wirklich Mürren. Auf der einen Seite, weil es halt ziemlich nahe von mir zu Hause ist. Also ich bin schnell da, ich kenne die Bedingungen extrem gut, weil ich halt regelmäßig immer dort bin. Und das trägt sicherlich auch ein bisschen dazu bei, dass man am liebsten in seinem eigenen Homespot Skifahren geht, weil man wirklich die Bedingungen kennt, ja. Also das letzte Segment hat mir extrem getaugt, ja. Im hohen Norden mit Schiff oder mit Tourenski, das wäre sicherlich noch was, das mich reizen würde, ja. Weil du dort halt Bedingungen und eine Kulisse vorfindest, die hast du in Alaska nicht, die hast du in Kanada, in den USA nicht, in Europa nicht, ja. Und von dem her wäre das sicher noch was Spezielles.